Jetzt ist es Gewissheit. Die 25-jährige Studentin, die seit vergangenem Mittwoch vermisst wird, ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Am Freitag wurde die Leiche der seit 2 Jahren in Dessau Studierenden in der Hausmannstraße gefunden. Die Staatsanwaltschaft sagte dazu am Dienstag: Die Leiche der jungen Frau, die am Freitag gegen 11 Uhr gefunden wurde, wurde mittlerweile obduziert. Bei der Obduktion ist es gelungen, sie eindeutig zu identifizieren. Es handelt sich tatsächlich um die junge chinesische Studentin, die seit letzten Mittwoch hier vermisst wurde. Die Todesursache steht inzwischen auch fest. Es sind massive Einwirkungen auf den Kopfbereich, die zum Tode geführt haben. Wir haben zusätzlich also auch Hinweise darauf gefunden, dass es sich tatsächlich um ein Sexualdelikt handelt. Die weiteren Ermittlungen gestalten sich sehr umfangreich. Es sind zahlreiche Bewohner, zahlreiche Menschen aus der Bevölkerung befragt worden, ob es irgendwelche Hinweise gibt. Auch auf dem Scherbeberg suche man nach Beweisen bzw. nach persönlichen Sachen der Studentin. Dabei hat die Polizei den Fokus auf das Handy, sportliche Kleidung, im Besonderen eine schwarze Jogginghose und einen Schlüsselbund gelegt. Fest steht, das Opfer wurde zunächst sexuell missbraucht und so übel im Gesichtsbereich zugerichtet, dass selbst der ermittelnde Staatsanwalt von grauenhaften Bildern sprach. Die Polizei sucht mit Hochdruck den oder die Täter, denn in der Bevölkerung macht sich Angst breit. Ich traue mich abends nicht mehr aus dem Haus, bin ich ehrlich. Ich kann jetzt gar nichts sagen, ich bin so aufgeregt. Das sind die jungen Leute und die zünden jetzt die Kerzen an. Wie gehen Sie jetzt auf die Straße? Unsicher? Nein, das nicht. Das nicht, nein. Hätten Sie sich das vorstellen können, dass das hier in Dessau passiert? Nein, nein, sowas Grausames nicht. Das wird sich, glaube ich, keiner vorstellen können, ja, dass das... Zum derzeitigen Ermittlungsstand sagte die Staatsanwaltschaft Dessau: Wir haben den genauen Todeszeitpunkt bislang nicht. Wir haben ja in dem bisherigen Zeugenaufruf darum gebeten, Beobachtungen aus der Zeit vom Mittwoch etwa 20.30 Uhr bis 21.45 Uhr mitzuteilen. Weil wir den genauen Todeszeitpunkt nicht wissen, bitten wir jetzt die Bevölkerung, auch eventuell spätere Hinweise letztlich bis zum Auffindezeitpunkt, also Freitag 11 Uhr, mitzuteilen. Wenn irgendjemandem etwas aufgefallen ist, möge an jede Polizeidienststelle oder an die Staatsanwaltschaft sich melden und irgendwelche auffälligen Beobachtungen angeben. Jede Kleinigkeit kann wichtig sein. Am Auffindeort des Opfers stehen heute Blumen und Kerzen und erinnern an das Verbrechen. Derweil dauern die Befragungen von Mitbewohnern und möglichen Zeugen an. In der Hoffnung, die Verantwortlichen möglichst bald zur Rechenschaft zu ziehen und einer gerechten Strafe zuzuführen.